Ein küstennaher See irgendwo in Schleswig-Holstein. Ein steinzeitlicher Jäger und seine Gefährtin sind im Uferschilf auf Aalfang. Wir befinden uns in der Zeit der Erdebölle-Kultur vor 6000 bis 7500 Jahren. Diese kulturhistorische Epoche wurde nach einem Fundort am dänischen Limfjord benannt. Deren Jäger und Fischer lebten im letzten Klimaoptimum entlang der Küsten zwischen Elbmündung, Norddänemark, Südschweden, Polen und dem Baltikum. Also es war nicht so, dass sie die Palmen wuchten, aber es war deutlich wärmer als heute. Das waren also Leute, die noch überreich an Nahrungsmitteln herankamen. Die hatten die Meere, die waren überhaupt nicht zu erschöpfen. Sie waren große Jäger, sind auch sehr alt geworden. Der Aalstecher symbolisiert den hohen Entwicklungsstand der Erdebölle-Kultur. In diese Zeit fallen die Anfänge der Küstenfischerei in Schleswig-Holstein. Von wassernahen Siedlungsplätzen aus gingen die Menschen mit raffinierten Fangmethoden auf Nahrungssuche. Wissenschaftler können heute einzelne Abläufe im Leben der Steinzeitmenschen gut nachzeichnen. Dennoch liegt vieles nach wie vor im Dunkeln. Mit Hilfe von Grabungen versucht die Archäologie, die Lebens- und Umweltbedingungen vergangener Zeiten zu erschließen. Ein bedeutender Siedlungsplatz der Erdebölle-Kultur wird seit Frühjahr 2000 im ostholsteinischen Neustadt erforscht. Fischreste, Säugetierknochen und Überreste der pflanzlichen Nahrung geben Auskunft über das Leben, die Ernährung und die Umwelt der steinzeitlichen Küstenbewohner. Teile von Werkzeugen und Jagdgeräten, wie dem Aalstecher, erzählen über den Alltag ihrer Benutzer. Grabungsleiter Sönke Harz vom Archäologischen Landesamt Schleswig und ein Team von Kieler Forschungstauchern bearbeiten stichprobenartig ein Areal von etwa 500 Quadratmetern. Aufgrund geologischer und klimatischer Veränderungen liegt die ursprünglich küstennahe Siedlung heute fast 4 Meter unter dem Meeresspiegel. Wir haben einen Meeresspiegelanstieg von etwa 100 Metern nach der Eiszeit. Und wenn wir jetzt in 3,5 Meter graben, kann man grob hochrechnen, wie viel der Wasserspiegel in den letzten 6000 Jahren dann gestiegen ist. Also 3,5 bis 4 Meter. Und die Küsten, die damaligen Küstenplätze liegen eben deswegen heute unter Wasser. In Neustadt werden seit Beginn der Grabung immer wieder Teile von Aalstechern geborgen. Die Fundstücke wurden vom Schlick der Ostsee überdeckt und sind dadurch relativ gut erhalten. Dennoch findet man selten ganze Exemplare. Man muss sich das so vorstellen, im Uferbereich laufen die Leute, da sind auch später noch mal Tiere gewesen, das ist zertreten alles, Abfallmaterial, während es etwas weiter weg eben auch ganze Stücke geht. Und wir saugen dann diese Aalstecher beispielsweise oder auch andere Geräte dann vorsichtig frei und bägen sie mit einer Stahlplatte in situ ab. Und das machen wir, indem wir diese Platte unter diesen Fund drücken und dann eben diese ganzen Block dann langsam vorsichtig an Land transportieren. Ich nehme vorsichtig ab, ne? Für eine erste Sichtung wird der Fund an Land zunächst frei präpariert. Um das Alter zu bestimmen, wird eine Pollenprobe entnommen. Zeichner und Fotograf dokumentieren anschließend das Stück. Am Archäologischen Landesmuseum in Schleswig wird die Konservierung vorgenommen. Dazu wird der Fund vorgetrocknet und mit wasserlöslichem Hartwachs getränkt. Das Hartwachs verdrängt einen Teil des Wassers aus dem Holz und erhält so dessen Struktur. Ein relativ neuer Bereich in der archäologischen Forschung ist die experimentelle Archäologie. Zu ihren Methoden gehören nicht nur die Benutzung, sondern auch die Rekonstruktion, also der Nachbau eines Fundstücks unter damaligen Bedingungen mit dem damals vermutlich vorhandenen Werkzeug. Der Aalstecher besteht erstmal aus einem Stab, einem langen Stab. Das kann alles Mögliche sein. Das kann ein einheimisches Holz sein, wie Haselnuss, eine Erle kann man auch nehmen, alles was lang und gerade ist. Die beiden paarig angeordneten Enden werden Schalmen genannt. Zu ihrer Herstellung wurde ein hartes Holz wie Schwarzdorn oder Weißdorn benutzt. Für die Stabilität war es wichtig, dass der Rohling der endgültigen Form des einzelnen Schalmes möglichst nahe kam.
Der angespitzte Knochendorn wurde in ein Loch am unteren Ende des Stabes eingesetzt. Bis 1981 war man in der Archäologie der Meinung, es handele sich um Schabemesser, da man bis dorthin nur die beiden Schalmen fand. Nachdem man in Lettland und Dänemark ganze Exemplare ausgraben konnte, wurde klar, dass es sich um ein mehrteiliges Fischfanggerät handelte, deren Einzelteile durch Schnüre aus Lindenbast miteinander verbunden waren. Darin liegt die Raffinesse des Aalstechers. Der Lindenbast ist so gewickelt, dass eine elastische Klammer entsteht. Der Aal wird wie durch einen Trichter zum Knochendorn geführt und aufgespießt. Die Absätze in den Schalmen hindern ihn in der Gegenrichtung am Entkommen. Nach diesem Prinzip benutzte man die Jagdwaffe bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein. Das war also eine perfekte Erfindung der Erdebelle-Leute, die man einfach nur beibehalten konnte. Bis heute aber statt des Holzes und des Knochens hat man Eisen genommen. Die Erdebölle-Kultur liegt in der archäologischen Zeitrechnung am Übergang vom Meso ins Neolithikum, also von der Mittel- in die Jungsteinzeit. Sie war in Nordeuropa die letzte Kultur, die aus Jägern und Fischern bestand. Gigantische Müllhaufen, die Kükenmöddings, zeugen von einem genussvollen und gesunden Leben. Als die Leute immer mehr wurden, gab es ein Problem. Nicht? Und dann irgendwann konnte man diese Nahrungsmittel so nicht mehr aus den Wäldern beschaffen. Und dann gab es nur eine Konzeption, aber das war ein Biss in sauren Apfel. Man musste die Jungsteinzeit beginnen. Also das heißt, man musste Bauer werden. Und das ist die Vertreibung aus dem Paradies.